Öfter mal was Neues. Heute beginnen wir das Let's Play am Tag. Und es regnet auch nicht. Mensch, was ist denn hier los? Ja, keine Ahnung. Also, wir wollten heute den Quarry versetzen. Also, da kommt er weg und ein ganzes Stück weiter kommt er dann raus. Damit wir da auch wieder, ja, damit wir da genügend Ressourcen sammeln können. Aus diesem Grund nehmen wir uns ein paar von den steinernen Transportröhren mit. In der Hoffnung, dass das reicht. Das war jetzt Pflasterstein. Wahrscheinlich wird es nicht reichen. Dann machen wir uns doch einfach nochmal ein bisschen mehr. Glas nehmen wir auch. Ne, davon brauchen wir eigentlich nur 10. Na, ist egal. Gut, haben wir eigentlich noch diese goldenen Leitungen? Goldene haben wir. So, habe ich denn noch Redstone in der Tasche? Nein, habe ich nicht. Dann nehmen wir uns das mit. Und einen davon nehmen wir mit. Dann machen wir uns da nämlich eine Redstone-Fackel. Ach, die habe ich ja noch. 137 Redstone-Fackeln habe ich. Junge, Junge. Da war ich aber gut drauf, als ich die gemacht habe. Also, Redstone-Fackel haben wir. Das haben wir auch. Dann nehmen wir die schon mal mit. Und da machen wir uns gerade noch mal ein paar draus. Und das Glas kann dann auch wieder zurück. Alles klar. So. Dann als allererste Amtshandlung. Ich habe jetzt meinen Schraubenschlüssel so umgestellt, dass jetzt ganz sicherlich nichts mehr passieren dürfte. Auf den Looseless Mode habe ich ihn gestellt. Das heißt, da dürfte jetzt ja eigentlich nichts mehr passieren. Richtig? Richtig. Also sollte. Aber man weiß ja nie. Gut, dann nehmen wir erstmal dich vom Netz. Und dich nehmen wir auch weg. Euch zwei werde ich auch noch brauchen. Okay, ja, die Kabel, klar, die nehmen wir auch mit. Zack und zack. Na, hat ja wunderbar geklappt. Ja. So. Der Quarry wird jetzt langsam abgebaut. Ach ja, jetzt habe ich die Landmarks vergessen. Die brauchen wir natürlich auch. Hab ich natürlich nicht. Also kein Lapis dabei, sonst hätten wir uns die mal eben herstellen können. Dann besorgen wir uns doch drinnen noch dreimal die Landmarks. Diese. Drei Stück sollten mir genügen. Gib sie mir. Vielen Dank. Und wisst ihr was? Ich glaube, ich nehme mir nochmal einen Stack Erde mit. Ja, das denke, das können wir ganz gut gebrauchen, um den Quarry draußen hinzustellen. Reicht ein Stack. Nehmen wir zur Not nochmal die Steine mit. So. Bist du fertig? Ist fertig. Gut, dann raus. In die freie Wildbahn. So, lieber Reaktor, du wirst dann jetzt auch bald angeschlossen werden. Obwohl, ich brauche den ja gar nicht so weit rausstellen. Ich kann den ja hier schon hinstellen. Guck mal, hier ist sogar auch noch ein bisschen Lehm. Das ist doch sehr gut. Das wollen wir uns auch mitnehmen. Wo haben wir denn die Erde? Hier. Ich weiß gar nicht, wie breit soll es denn werden? Ja. Komm, wir gucken einfach mal.
Tja, das ist natürlich jetzt eine super Aktion hier. Dann machen wir das einfach so. Und dann laufen wir mal ein ganzes Stück raus und gucken, was passiert. Ich weiß gar nicht, wie groß der insgesamt sein darf. Also es gibt wohl eine Begrenzung, aber die ist schon sehr riesig. Und die Frage ist jetzt, brauchen wir denn das so riesig? Weil in den oberen Schichten ist ja eh in der Regel nur Mist. Also hier ein bisschen Sand und Erde und Steine, davon haben wir genug. Tja. Na, also, der Regen ist doch da. Ich wollte schon sagen, der kann mich doch nicht im Stich lassen. Ah ja, ich denke, das sollte genügen so. Haben auch einen halben Stack verbraucht. Und dann mal gucken. Ach, ich brauche hier überhaupt keine. Nee, das ist ja Quatsch. Das muss ich doch da hinten. Okay, schade für den schönen. Für den schönen Dreck hier. Aber wir brauchen ja eine L-Form. Das heißt hier. Hier. Und hier drüben. Genau dort. Grenzt denn das an? Ja, das macht's. Okay. Und der Quarry sollte dann jetzt genau hier platziert werden. Und dann sollte das eigentlich funktionieren. Wollen wir die noch eben aktivieren? So, dann klappt das nämlich auch. Haha. So, schön großer Quarry. Ja, das machen wir so. Also, oder haben wir jetzt natürlich aber hier ewig viele, ewig viel Weg bis da drüben hin. Ich glaube, wir machen das doch anders. Nein, mein Landmark ist weg. Nein. Wo bist du? Da. So. Denn. Also hier ist ja schon mal ganz gut. Und da drüben auch, wo es gerade eben schon war. Aber ich lasse den einfach von da drüben aus laufen. Ist ja viel einfacher. Entschuldigung. Oh, na gut. Du scheinst weg zu sein. Geh weg. Wo musst du hin? Hier hin? Ach, Kinder. So, wunderbar. Und hier vorne, da muss er dann noch hin. Jetzt haben wir aber auch wieder zu wenig Erde dabei. Klar, die liegt ja jetzt am Grund des Meeres. Gut, dann nehmen wir dann halt gleich Steine dafür. Das macht auch nichts. Dafür haben wir sie ja. So, jedenfalls, wenn ich den Quarry dann da vorne anschließe, sollte er nicht mehr so einen weiten Weg haben. Also die Ressourcen. Das heißt, ich spare mir eine ganze Menge Material und auch Zeit letztendlich. So, wie weit wollten wir denn raus? Na gut, das passt doch ganz gut. Jetzt haben wir aber, ja, die Fackel nicht mehr.
Dann. Wollen wir hier nochmal ein bisschen aufräumen. Und holen uns dann eben nochmal eine. Eine Landmark. Na komm schon. Verschwindet hier. So, die Erde kann man so viel schneller abbauen als das Gras. Die Minischicht Gras da oben drauf. Die macht schon aus. Also, schnell ins Haus. So. Und dann essen wir gerade nochmal einen Apfel. Wollen wir uns nochmal ein bisschen Lapiserz anfordern. Und eine davon. Danke, danke. Okay. Machen wir das halt so. Ich lege mich gerade mal eine Runde hin. Wieso kommst du hier in mein Haus? Ist das hier etwa noch zu dunkel? Ja, könnte sogar sein, ne? Haben wir denn irgendwo noch eine Fackel? Haben wir nicht. Haben wir Kohle? Haben wir auch nicht. So, wir legen uns erstmal hin. Wie gesagt, wie versprochen. So, weiter. Ja, verbrennt ruhig, ihr Skelette. Wo habe ich denn jetzt meine Landmark hier? Aber was hier an Skeletten und so verbrennt. Naja, egal. So, dann platzieren wir die Landmark eben. Verbinden das. Wunderbar. Gut, und hier darf dann jetzt mein Quarry stehen. Mein Steinbruch. Zack, wunderbar. Gut, jetzt haben wir hier natürlich nichts, um da irgendwie ein bisschen was zu platzieren. So, dann hatten wir hölzerne Energieleitung, goldene Energieleitung. Und hier kommt dann der Motor hin, dort, nicht hier hin. So schnell macht man Pflastersteine. Okay, elektrischer Motor. Du kommst dann hier hin. Dann können wir doch die Bedbox direkt anschließen. Ja, so, ne? Und was hatten wir hier? Low Voltage Solar Array. Mal gucken, füllt die sich jetzt? Ja, sie füllt sich. So, dann haben wir sogar ein paar Kabel gespart. Und hier drüben kommt dann gleich die Redstone-Fackel hin. Aber jetzt brauchen wir noch dieses hier. Und dieses hier. Dann kommt da auch noch eine Redstone-Fackel hin. Ich muss gleich eh noch eine holen, dann ist das ja egal. Ja, perfekt. Dann wird das hier angeschlossen. Das saust da durch, kommt hier hoch, saust hier weiter und wird wegsortiert. Ja, dann machen wir uns gerade noch mal eine Redstone-Fackel und dann ist der Quarry auch schon aktiv.
Dann hat das ja doch länger gedauert als gedacht. Aber das muss so sein. Gut Ding will Weile haben. So, ich habe ja noch die ein oder andere Redzone-Fackel vorhin noch gesehen. Wo haben wir sie? Bin ich so blind, dass ich sie nicht sehe? Da, eine reicht. Bitte, danke. Vielen Dank. So, einmal zurück. Wutsch. Und Fackellauf. Wunderbar. So, ich tauche dann irgendwann auch mal darunter. Weil es kann ja auch hier durchaus sein, dass an der Seite noch Diamanten auf mich warten. Oh, wo will ich hin? Hier. Das weiß ich ja nicht, ne, ob da noch Diamanten sind oder nicht. Na, komm schon. So. Es lübt. Schön, ne? Mal gucken, wie voll ist die Badbox. Naja, geht. Okay, ja, das ist natürlich jetzt sehr zeitaufwendig, bis der hier erstmal alles aufgebaut hat. Ja. Auch nicht so wichtig, da brauchen wir jetzt nicht zugucken. Das macht er auch von alleine. Hoffentlich. Also zumindest, wenn ich nicht allzu weit weg bin. Aber das bin ich ja nicht. Ich bin ja in der Nähe. Denn jetzt kommt das Innenleben dran. Nämlich hiervon. So, dann wollen wir doch mal... ein paar Erfahrungspunkte sammeln. Ja, ich könnte nochmal die ein oder andere Fackel hier setzen. Denn hier außen kommt ja kein Wasser hin. Ich denke, das macht auch sowieso keinen Sinn mehr, wenn ich da drin jetzt eimerweise Wasser vergieße. Ich glaube, das kühlt ja nicht mehr. Weiß nicht. Also Eis zumindest kühlt nicht mehr, das weiß ich. Ich weiß nicht, wie das mit Wasser drumherum ist. Vielleicht wisst ihr das ja, könnt ihr mir ja schreiben. Kühlt Wasser den Reaktor von außen, ja oder nein? Wir werden sehen. Also, wir machen uns einen Reaktor. Dafür brauchen wir eine Reaktorkammer, einen erweiterten Schaltkreis und einen Generator. Dann machen wir uns doch zuerst einmal den Generator. Dafür brauchen wir Steine, aber nicht diese, sondern diese. Dann brauchen wir Refined Eisen. Komm, machen wir uns einfach mal eine ganze Menge. Da werden wir später noch was von brauchen. Okay, so, jetzt haben wir hier erstmal... Ja, komm, den Rest nehme ich auch noch mit. Gut, machen wir uns doch gerade einmal einen Steinofen. Ob wir das Rezept hinkriegen? Puh, Glück gehabt. Der Steinofen muss nämlich hier unten hin. Dann kommt hier der Reaktorblock hin. Reaktorblock, Quatsch, der Maschinenblock. Und hier oben kommt dann eine Batterie. Eine Batterie machen wir mit Kupferkabeln. Habe ich. Mit Redstone habe ich nicht und mit Zinn habe ich auch nicht. Redstone, nehmen wir uns mal einen. Und Zinn. Missing, 14 Zinnerz. Oha. Was ist denn hier? Missing, Missing, Missing. Steht kein Mensch. So. Ja, wird Zeit, dass der Reaktor, wie komme ich jetzt immer auf Reaktor? Dass der Quarry jetzt in diesem Fall weiterarbeitet, denn ich brauche wieder Zinn. Zinn ist nämlich Mangelware. Also, wie viele Batterien brauchen wir denn? Eine. Dafür brauchen wir aber noch ein bisschen Zinn. Das dauert aber noch einen Moment. Refined Eisen ist dann auch schon mal da. Das ist aber noch zu wenig. Zinnerz, Kupfererz, Zinnohr.
Ich habe doch dieses Zinnerz. Kann ich denn das nicht weiterverarbeiten? Müsste doch. 15 Erz. Das ist der Mist, wenn das mehrere sind. Da kannst du da echt nichts. Weil es gibt ja zwei Zinnerze und zwei Kupfererze. Und irgendwie kommt der Macerator da unten ein bisschen durcheinander damit. Naja, was soll's. So, also. Machen wir uns gerade mal den Maschinenblock. Den haben wir hier. Dann wollten wir uns das Zinn noch mitnehmen. Das reicht ja gerade mal. Für die eine Batterie, die wir brauchen. So, dann haben wir die Batterie, dann haben wir den Maschinenblock und dann haben wir den Ofen, den wir dann schon hier reingetan haben. Batterie, Maschinenblock. So, wir haben einen Generator. Der Generator kommt dann also dort unten hin. Und jetzt brauchen wir noch ja, Reaktorkammern und einen erweiterten Schaltkreis. Von den Reaktorkammern brauchen wir dann auch nicht nur einen. Nein, damit Spaß macht, brauchen wir da auch gleich drei Stück von. Wollen wir uns erstmal den erweiterten Schaltkreis herstellen, würde ich sagen. Der erweiterte Schaltkreis besteht aus einem normalen Schaltkreis. Aus Redstone, Glowstone und Lapis Lazuli. Oha. Das wird alles sehr umfangreich hier werden. Und wir brauchen auf jeden Fall auch Reaktorkammern. Dafür brauchen wir auch wieder Advanced Alloy. Maschinenblöcke brauchen wir. Integrated Reactor Platings brauchen wir. Und diese ganze noch als Heat Dispenser. Okay. Refined Eisen. Dann wollen wir doch mal gucken. Maschinenblöcke haben wir. So, komm, das nehmen wir erstmal raus, den Generator. Wir machen uns das mal anders. Und zwar, der Maschinenblock kommt dahin. Dann brauchen wir Advanced Alloys. Und zwar brauchen wir da vier Stück von. Ach, nehmen wir kommen alle mit, die wir haben. Da werden wir auch noch mehr von brauchen. So, die kommen dann also in die Ecke. Und dann brauchen wir, wie gesagt, noch die Integrated Reactor Platings. Und dann brauchen wir noch die Integrated Heat Dispenser. Hm, was machen wir zuerst? Also wir haben das jetzt, dann brauchen wir den Integrated Heat Dispenser. Ja, komm, dann machen wir uns gerade erstmal, da brauchen wir nämlich drei Stück von. Die Reactor Platings, dafür brauchen wir Advanced Alloy, das haben wir. Und wir brauchen Dense Copper Plates. Haben wir das denn schon auf Lager? Nein, haben wir nicht. Dense Copper Plates werden hergestellt, indem man 8 Kupferbarren im Kompressor presst. Aus den 8 Kupferbarren wird dann eins hiervon. Und dann, weil wir auch kein Kupfererz mehr haben. Kupfererz, ne? Oh je, ich muss echt wieder auf Rohstoffsuche gehen. Aber klar, das hat alles sehr an meinen Ressourcen gefressen, alles, was wir gemacht haben. Naja, gut, jedenfalls. Ach guck mal, jetzt haben wir hier schon. Ah, das geht ja auch schnell, ne? 5 von diesen Kupferplatten. Genau. So, okay, jetzt muss ich nochmal eben drüben gucken, ob ich nicht drüben noch irgendwas an Materialien habe.
Und dann soll's das auch schon fast für heute gewesen sein. Was ist denn hier los? Oh nein, ich habe keine. Ich habe keine Energie mehr in meinem Jetpack. So dass das Landen jetzt etwas härter ist, da müsste ich drauf gucken. Denn ansonsten falle ich hin und das war's. So, jetzt lege ich mich trotzdem einmal in mein altes Strandhaus. Nur um die Nacht zu überwinden. So, dann haben wir jetzt halt dieses Bett wieder als Heimatbett definiert. So, gucken, das können wir gleich auch noch alles mitnehmen, was wir da haben. Siehst du hier, das nehme ich auch. Haben wir hier noch ein paar Kupferkabel? Ja, das muss ich dann auch mal alles rüberholen. So, was ich auf jeden Fall ja noch machen wollte, ist der erweiterte Schaltkreis. Den brauchen wir ja. Haben wir das hier alles fertig? Ja, aber ich wollte doch die Ressourcen mitnehmen. Ja, Eisenerz, Lapis, Kohle, das brauchen wir auch. Den Rest können wir jetzt gerade erstmal nicht gebrauchen, deswegen lassen wir das nochmal da. Wir haben auch gar nicht mehr so viel Zeit. Ich will nicht schon wieder überziehen wie die letzte Folge, die ging ja doch sehr lang. Den einen oder anderen wird's freuen. Andere denken sich immer, oh, mach hinne. Okay, so, dann gucke ich nochmal eben in dieser Kiste hier drüben, ob ich da nicht noch was hatte. Ja, da war nix. Nein. Na gut, hier ist auch nicht wirklich viel drin. Und hier. Ach ja, warte mal, die können wir auch noch mitnehmen. So, packen wir einfach mal so das da rein. Dann kommt das hier auch mal mit. Dann kommt das auch schon drüben hin. Wunderbar. Also. Ich kann nicht fliegen. Nehmen wir uns unsere Sachen mal wieder mit von hier. Wir sollten ja jetzt aufgeladen sein. Vielen Dank. Vielen Dank. So, wunderbar. Ach, die Zeit, die Zeit. Schon fast wieder bei einer halben Stunde angelangt. Ja, ich denke, das war's dann jetzt auch heute. Also in der nächsten Folge stelle ich dann den Integrated Heat Dispenser her, damit wir unsere Reaktorkammer fertigstellen können. Eine von dreien, die wir brauchen. Und ich muss gerade mal gucken, ob wir hier nicht. Noch was machen können. Warte mal. Was haben wir denn hier drin? Ach so, okay. Wir brauchen auf jeden Fall Kupferbarren. Habe ich. Brauchen wir zwei Stück. Dann brauchen wir Integrated Reactor Plating. Wo haben wir die denn jetzt hingetan? Haben wir uns da nicht schon einen von hergestellt gerade eben? Dense Copperplate, Machine Block. Jetzt hört's aber auf, warte mal. Schaltkreis.
Und hier war auch nichts. Kupferkabel, also Peterzinn, Bronze von allen. Okay. Hier kommen gar nicht die Dance Copper Plates rein. Ich brauche Advanced Alloy. Wo haben wir denn das jetzt? Das wollte ich auch gar nicht machen. Wir brauchen ja das hier Advanced Alloy und das daneben. Genau, diese Reactor Platings, die brauche ich. So, also. Diese Reactor Plating haben wir. Den erweiterten Schaltkreis haben wir nicht. Die Cooling Cells haben wir auch noch nicht. Dafür brauchen wir noch Zinn. Eisen. Oh oh. Wir haben keinen Zinn mehr. Oder doch? Komm, das kommt auch mal weg. Also, wir wollten uns jetzt gerade die Reactor Plating, alles klar, die haben wir gemacht. Da brauchen wir dann gleich noch mehr von. Ja, und dann... Also, wir brauchen zwei Kupferbarren, wir brauchen Integrated Reactor Plating, das haben wir auch. Dann brauchen wir den erweiterten Schaltkreis und die Cooling Cells. So, dann machen wir uns doch gerade mal... diese Cooling Cell hier draus. Und jetzt brauchen wir für den Schaltkreis noch Redstone, Glowstone und Lapis Lazuli. Von dem Redstone brauchen wir 4 Stück. Ich hatte bestimmt noch was in der Tasche, aber ist jetzt auch egal. Dann brauchen wir von dem Glowstone noch was. Haben wir auch 4. Und von Lapis das gleiche auch. Brauchen wir zwar nicht 4, aber ich nehme sie jetzt einfach mal. Redstone, Glowstone. Komm, gib mir das Lapis-Erz noch eben her. Willst du nicht? Nehme ich eben das. So, also. Der erweiterte Schaltkreis. Der Schaltkreis kommt in die Mitte. Dann kommt Redstone in die Ecken. Dann kommt Glowstone oben und unten. Und das links und rechts. Und schon haben wir einen erweiterten Schaltkreis. So, der... gut, die Kupferbarren kommen jetzt da und dahin. Dann brauchen wir die Cooling Cells. Dafür brauchen wir... Ach, jetzt brauchen wir da 2 Stück von. Wieso habe ich denn da nicht drauf geachtet? Tja, okay. Dann können wir uns das jetzt irgendwie nicht herstellen. Dann brauchen wir noch ein bisschen Zinn. Na gut, dann müssen wir das doch aufs nächste Mal verschieben. Na gut, ich habe versucht, das jetzt noch alles fertig zu kriegen. Hab's nicht ganz geschafft. Aber in der nächsten Folge machen wir uns dann die Reaktorbestandteile fertig. Und dann geht's dann auch beim nächsten Mal weiter. Also dann macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.